unsymmetrisch. Ja, unsymmetrisch ist auch der Stream gerade verlaufen. Der Es Duschkopf, ne? ist schon Schauen wir es wieder davor, oder nicht? Auch abgekackt. von Ich habe Säure abgekommen. keine Ahnung, woran es liegt. Ja, wirklich sehr schön. Ich habe es gerade schon gesehen. Also wirklich mit der Unterputzarmatur sehr schön gemacht Genau. hier. Noch der Abfluss. Bodenebene Dusche. Ja, nicht ganz bodeneben. Die ist ein, baut die auf. Aber flache Wanne. Ja. Boah. Wäschekorb. Mal ein paar alte Rüstungsteile reinwerfen, damit es auch echt ist. Es Eigentlich könnte ich eine hakt Waschmaschine gerade rein, aber das wirkt dann so ein bisschen fürchterlich. assi, ne? Das heißt assi, zumindest nicht hier herrenhausmäßig. Im Herrenhaus hast du natürlich keine Waschmaschine im Badezimmer. Und auch keine Mülltonne. Das ist ein Wäschekorb, das ist keine Mülltonne. Aber alles noch ziemlich leer hier. Ich mache Naja, noch einen sehr kleinen. schön hier, die Aussicht so nach unten. Könnte etwas größer sein, ne? Das Fenster, aber geht so. Passt schon. Ach, das so als Gadget am Rande. Ja. Deswegen habe ich das auch hier so gemacht, so als Galerie. Das ist für mich so Zeichen eines Herrenhauses, also eines teuren Hauses, dass man eine Galerie hat. Platz. Unterhalb. Ja. Schön so ein paar halbe Stockwerke verschwenden kann. Nice. Aber hier mache ich, glaube ich, noch so ein Billardtischchen, so wie in meinem Schloss. Oh jo, der wird sich hier echt prima machen. Schön so eine fette, ja, wie sind die immer, so grün bespannt oder rot bespannte Lampe, so über die Tischlänge von oben. Ja, Boah. das ist ein Problem, die Lampen. Ja, wahrscheinlich mache ich halt mit Fixtures oder so, das sind noch recht kompakt. Ja, es tut mir leid, ich habe hier massive Frame Drops. Ich habe auch keine Erklärung, woran das liegt, ob Muss ich meine mal kurz Grafikkarte überlegen, wie ich das überfordert mache. ist. Früher mache ich das erstmal mit Holz, mit Wollblöcken. Oh ne, Wollkover, grüne Wollkover. Ein Tisch, Jetzt. ja. Fangen wir schon mal an damit. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt So, und gucken, wo ist das in der Mitte des Raumes frustriert am mich besten. auch. Ja, das haben nur zwei breit, das ist natürlich schlecht. Nicht symmetrisch. Vielleicht 3x6 machen oder Einmal sechs, also ein Snooker-Tisch quasi. ja, so Snooker-mäßig. Ja, dann würde ich dann sagen, hier so. Ja, hatte sechs. Ah, sind wir hier auch ein bisschen daneben. Aber egal. Oh, 3x5. Ja. 3x5 würde passen. So, ja. Ja, dann wäre das schon so billardmäßig, Raum. also Carambolage. Wie gesagt, es tut mir leid, ich habe hier massive So, jetzt mal Frame-Einbrüche. sehen. Da gibt's, ah ja, genau, mal hier. Versuchen wir das mal. Das wollte ich beim anderen Billardtisch schon mal ausprobiert haben. Wollte auch ein paar Kugeln setzen können. Erstmal so aus dem Spaß mal diese hier. Naja. Ich habe wirklich keine Erklärung, woran es liegen könnte. Und die Heute entsprechenden ist. Farben nehmen, ne? Und dann wirkt das schon so wie ein paar Kugeln. Ne? Ja, sieht gut aus. Aber halt unterschiedliche Farben nehmen. Ja, klar. Rot, schwarz. Ja, das ist gut. Rand rum. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Genau, Strips nehmen wir dafür. Genau, Strip. Auch grüne. Zum 12. Mal, es tut mir leid. Schalte mal weg. Der Stream ist irgendwie verkackt heute. Ah, ist zu hoch. Ne, dann Das mach ich hier. lieber doch lieber Cover Strips. Es ist schon der dritte Teil inzwischen. Also nichts hat hier gehalten. Nur ich muss ganz Cover ehrlich Strip sagen, ich weiß in nicht, ob es grün. irgendwo an meiner Grafikkarte liegt Schöne Nacht. oder Nee, an Tag, okay. Twitch heute, Rollladen hoch. dass die mit meiner Rollläden. Bandbreite nicht zurechtkommen.
Ja, wenn ich eine Sechserplatte nehmen würde, hätte ich natürlich die Möglichkeit, auch Mitteltaschen einzubauen, ne? So nicht. Dann machen wir erstmal die Version, dann gucken wir mal weiter. Es ist Mitteltaschen. verhext. Es Ah, ist machen wir das. verhext. Wie machen wir das? Ich will hoffen, dass es nachher bei YouTube wenigstens noch einigermaßen anschaubar aussieht. Geht nicht, ne? Da musst du, Trotz kannst du der einen Frame größeren Drops. Eckstein einbauen, dann wird das ein bisschen komisch, ne? Bitte nochmal. Um halt hier so Taschen anzudeuten. Ich könnte ja zum Beispiel hier aus Eisen so einen Block draufsetzen, so einen Cornerstone. Aber der muss ja mindestens Panelgröße haben, damit er überhaupt da einsetzbar ist. Dann wird er zu groß, glaube ich. Panel Corner. Von unten vielleicht so einen schwarzen Wollblock irgendwie ransetzen. Das ist eine gute Idee. Das versuchen wir mal. So ein, weißt du, so ein kleines Rechteck, so ein Ja, kleines. ja, ja. Ja. Also mal gucken, ob wir was irgendwie da reinkriegen. Schwierig. Ah, okay, so. Scheint er durch? Der scheint nicht durch, das Naja. Kacke. Oben drauf ist auch nicht gut. Ich sehe auch gerade gar Ach, nichts. na ja, weißt du? Mache ich dann einfach ein Panel Strip Holz drumrum. Ja, genau. Na? Dann hat das schon einen optischen Effekt. Oh, versuchen wir es mal. Ja, so ein Holz, vielleicht so ein dunkles Holz als Auflagefläche hat man ja echt auf so Tischen ja auch. Das ist schade, dass oben hier diese abgesägte Kante zu sehen ist, Ja, ne? das ist wirklich das Problem, wa? Vielleicht doch lieber ein anderes Ja, vielleicht Material so nehmen. ein dunkles Holz an sich. Ja, aber gibt's das? So. Ja. Also ich habe nur Wooden Plank Panel Strip. Vielleicht muss ich das selber sägen, ne? Aus einem. Ich habe irgendwo so eine Holzplatte hier rumliegen. Ah, ne, wo ist sie denn? Ah, da. Wooden Plank Das Cover geht habe nicht. ich. Die Säge ins Inventar packen. Ach ja, ach ja. 8 Minuten. So. Oh, da ging er Ich fix. bin mal Wooden wieder wirklich Plank Cover enttäuscht, dass Strip. das hier alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich bin auch zu leise. Mikrofon verschoben. Suchen wir das mal. Ist auch das Elend an dem Headset. Ich plane mir ja wirklich auch ein Ach, ist die gescheites falsche Spalte. Oh, das ist Großmembran-Mikro schon die zu kaufen. richtige Größe, ne? Ja. Also wie gesagt, ein Großmembran-Mikrofon zu kaufen, damit die Aufnahme meines Holz. Audiogequassels besser Gibt wird man einen und Holzkassetter? gegebenenfalls sogar eine Oder Fratzenkamera. Fichtenholz. Fichtenholz ist noch dunkler. Ja, das stimmt. Ja, Fichtenholz. So. Ja. Das bearbeiten wir mal schnell eben. Ups, das tut mir leid. Säge mit ran. Ich frage mich ja, also Bankplatz. es gibt ja selbst im Stream keinen, der mich angucken will, oder nur ganz Ah, wenige. das ist Und ja was. leider bekomme ich auch viel davon nicht mit, weil ich zu selten in den Chat gucke, weil da sonst auch nichts passiert. Daraus halt Ink Panel Strips. Aber vielleicht im Nachhinein bei YouTube, wenn ihr Bock habt, ne? Das ist auch immer die Sache. So. Ich denke mal, wir bauen hier schon lustige Sachen und ist auch immer eine Sache der Inspiration. Wie viel kann man für sich selber aus so Videos rausziehen? Ich finde das auch persönlich ziemlich wichtig.
Ja, also ich gucke mir auch Let's Plays von Spielern an, Etwas höher. die Vielleicht mache ich da noch so ein, da mache kreativ ich den sind. Boden ein bisschen, hebe ich den ein bisschen an hier, damit der höher läuft. Naja, würde ich noch nicht mal. Nein, glaubst du, das ist die richtige Höhe? Ja, ist so rein optisch ist er schon ein bisschen hoch, aber was soll's? Muss ihn echt noch einen länger machen, ne? Sonst kann ich keine Mitteltaschen einbauen. Weil die Maße ja ganz gut gefallen sollen. Ja, so rein optisch ist er perfekt eigentlich. Wenn er noch ein länger wäre, dann wäre es schon wirklich so Snooker-mäßig. Ja, aber ohne Solche. Mitteltaschen, da fehlt da was, oder nicht? Ja. Obwohl ist Kommt das. vielleicht Hauken-Billard. Hat nur vier Haukenbillard. Taschen. Ich versuch mal. Versuch macht klug. Ha, unwahrscheinlich lecker so ein Bierchen. Also wie gesagt, auf der einen Seite ein Großmembran-Mikrofon, um die Aufnahmequalität meiner Stimme mal etwas zu verbessern. Wobei ich mich meines Erachtens auch schon mal gerne nörgelig bzw. müde anhöre, was nach einem mehrstündigen Stream ja eigentlich nicht so verwunderlich sein sollte, Ah, bzw. auch das nach ist natürlich so eine Sache. Ich meine, wenn ich ausführlichem Mitteltaschen habe. Konsum von Alkoholikern, Wie was da nicht ist ausbleibt. Aber das? Asymmetrie hier. auf der anderen Seite auch eine Kamera, Das eine ganze Haus einen Meter Facecam. breiter machen. Damit der Tisch passt. Ja, so eine Ausbeulung da einsetzen. Ja, passt schon, ich mache dann hier ein paar Rex hin, hier Kühlrex, und dann ist die Wand auch 1 Meter kürzer. Und es hat halt nur vom Fenster her so ein bisschen asymmetrisch. Aber naja, komm. Meine Möbel auch nicht nach meinen Fenstern aus. Nein, das tun Frauen. Das passt, das ist gut so. Und der Fernseher kommt da hinten in die Ecke. Daran erkennt man auch Wohnzimmer, die von Frauen eingerichtet wurden. Genau, der Fernseher in der Ecke steht. Genau. Das ist schon eine Weile her. Man das so gemacht hat. Falsche Holz, wa? Bisschen hell. Ja. Ich würde auch Fichte nehmen. Ja. Wo ist denn der Rest abgeblieben, den ich gerade geschnitten habe? Kann auch nicht sein. Alles weg. Na super. Auf der anderen Gemein. Seite, wie gesagt, die Facecam, um das jetzt nochmal aufzuwärmen. So, eben Da habe ich sehen. mir auch schon was ausgesucht, die dann auch HD aufnehmen kann. Damit ihr mein kaputtes Gesicht hier auch mal vorm Rechner sitzen sehen könnt, was ich hier mache, wenn ich hier jetzt gerade mal nicht meine Tastatur und Maus in der Hand halte und einfach nur gucke, beziehungsweise zwischendurch mal unterbreche und irgendwas anderes mache. Für den Hintergrund muss ich mir da noch, denke ich mal, was überlegen. Also schön wäre So. natürlich ein Greenscreen mit Chroma Key, wo ich dann blühende Landschaften einblenden könnte. Die ja hier in meinem Hintergrund eher nicht so der Fall sind. Wenn ich mich hier mal umdrehe, dann sehe ich hier Das Holz Akten, rausfliegen. Ordner und Hardware-Bauteile, also Ja, sprich die Ecken, wir machen mal die Ecken Computer-Motherboards zum und Games und die Metallabschluss. total Meistens hat man zu. ja so Metallbeschlag drauf, ne, auf den Ecken. Außen. Ja. Ja. Corner. Das Jetzt gar soll nicht mehr so auf Eisen, sondern mehr so auf Silberblock Corner. Die finde ich dann auch so ein bisschen schöner. Ja, es wirkt schon edler. Vielleicht auch mal Tin angucken. Das ist, glaube ich, sogar noch etwas heller. Ja, ist doch etwas heller, ja. Vergleich. Ja, aber da fehlt dann die Verzierung. Das wäre dann
Das Silberne hat noch so eine Ziselierung drumherum. Finde ich in dem Fall jetzt doch schöner. Wirkt einfacher. Ja, stimmt. So, wie kann man denn mal so ein Kugelauswurffach simulieren? So, mit so einer Lochplatte. Oder ein Jo. Loch. Ja. Lochplatte und dann, ja, weiß ich nicht, reicht ja eigentlich. Oder vielleicht Kistchen drum bauen. Damit es zumindest, wenn du hier auf der Seite bist und drunter guckst, es so aussieht, als wäre da halt so ein Sammelbehälter, wo die Kugeln halt gesammelt werden. Jo. Nicht, dass du von hier unter den Tisch guckst und dann sieht das so aus, als wäre da eben nur dieses, ja, dispensermäßige Loch. Ja, aber jetzt gucken wir erstmal, welches Material denn dafür zur Verfügung steht. Leider gibt es ja für diese Wooden Plank Panel auch kein wirklich richtig dunkles Holz. Aber ich finde die Vielleicht. Höhe gar nicht verkehrt. Ich meine, es ist zwar ein bisschen hoch, aber man hat doch noch einen guten Überblick über den Tisch, so. Ja, man kann auch erkennen, was es sein soll, ne? Wird vielleicht noch andersfarbige Kugeln draufsetzen. Nicht so Ja, viele klar. weiße. Eine weiße, Nee, nee, zwei eine rote weiße. und Eine schwarze. was weiß ich, keine Ahnung. Schwarz. Wir spielen das Snooker hier, ne? Da haben wir eine weiße und jede Menge rote, ne? Ja, und halt gelb, schwarz, violett oder was? Aber so viele Kugeln kann ich gar nicht setzen. Dann haben wir halt schon eine Weile gespielt. Aber Naja. machen wir erstmal die Kugeln. Wir könnten ja vielleicht auch noch mal ein Schachfeld bauen mit Oh ja. Figuren. Das wäre Das war. vielleicht noch mal eine Idee. Ach, wie groß willst du das denn machen? Keine Ahnung. Man so Figuren, wie willst du denn definieren? Das ist schon schwierig. Also Müsste ein schon Baum? mindestens 3x3 sein dann. Ah nee, hier, pass auf, du kannst doch 3x3. Ja, für ein Schachfeld. Ach so, oh, das ist ein Riesending, ey. Was du machen könntest, ist tatsächlich ein Schachfeld, wirklich ein Block pro Schachfeld und dann hier die Armor-Stands verwenden als Figuren, die entsprechend mit der bekleiden mit Schild. Ne? Ja, das Geil, ist ne? geil. Das wäre sogar noch eine Idee. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man die Wolle einfärben kann dann als Klamotte so. Dann könnte man vielleicht wirklich hingehen und irgendwie Weiß und so schwarz, ne? Schweiß und Schwarz und dann ja, das ist geil. Das ist Ja, geil. dann nur halt die Kopfbedeckung entsprechend ändern für halt Ritter und Bauern und König, Königin. Ja, man kann Sonst, dann ja ne? die unterschiedlichen Helme nehmen, die es halt Ja, so genau. gibt. Also Richtig. Reptilien und Chitin und ja, aus Haifischzähnen diese Kettenrüstung. Ja, gesagt, getan. Heute nicht mehr, wir sollten das festhalten. Weil ich wollte eigentlich noch in PR zu Pete und Cyrus. Ja, genau. Hätte ich ja auch lieber gemacht. Anstatt den ganzen Tag im Bett zu liegen, ey, boah. Wo Sarah krank ist. Jetzt ist sie wieder gesund, jetzt kocht sie wieder, ey, obwohl sie immer noch Kopfschmerzen hat. So, jetzt sind genug rote. Vielleicht sieht man dann ja auch mal ein bisschen mehr Gibt's von da mir noch hier. Pinkfarben, ne? Ich weiß das gar nicht mehr. So verspult, wie ich rumrenne. Weiß haben auch weggehauen, ne? Ja, so Milka-Farben, Magenta oder was. Ja, ist auch ziemlich auf die Mitte beschränkt hier, der ganze Scheiß. Ja, egal. Vielleicht noch eine schwarze und eine gelbe setzen. Dann bist du nämlich so ziemlich fertig mit. Nee, warte mal, wie ist das? Nee, die musst du dann zum Schluss reinspielen. Ja, ist egal. Müssen wir ja nicht nach Regeln gehen. Aber schwarz, rot, schwarz, gelb,
und so Violett oder so. Das sind so, meine ich, die Kugeln mit so mit der höchsten Wertung. Ich glaube, Schwarz hat 7 Punkte und dann so halt abwärts. Tja, die werden ja auch immer wieder aufgebaut, so, wenn die versenkt werden. Ja, ich habe es schon fast verdrängt, wie das funktioniert. Ne? Ja, bei Snooker musst du halt hingehen und erst die roten versenken, also du musst hingehen, anstoßen, eine rote versenken, dann eine farbige, die halt entsprechend auf dem Tisch platziert werden. Und die farbigen haben eine unterschiedliche Wertung und wenn du dann die farbige versenkt hast, dann wird die wieder auf den Tisch gesetzt, da wo sie gelegen hat. Dann musst du wieder eine rote versenken und dann wieder nach Möglichkeit eine Farbe oder dann eine farbige. Naja, Und genau, so läuft's. nachher, wenn alle roten weg sind, musst du halt die farbigen der Wertung entsprechend nacheinander versenken. So, Und was sagst keine du? Ahnung, so und ja. Ja, sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Hauken So, machen Snooker. wir mal so ein bisschen zu hier. Machen wir ein bisschen weiter. Dann werde ich den Stream auch weiterhin in der Auflösung, also sprich mit 3,5 Mbit, 720p, laufen lassen. Das ist. Und ja. Also, ich würde gerne die Platte so ein bisschen dicker aussehen lassen, wie du schon sagtest, eine Kiste drunter, aber das ist ein bisschen schwierig, ne? Schön wäre ein Cover, so ein halbes Cover, das wäre super. Obwohl, das geht, ach, das geht doch. Das ist kein Problem. Ja, mit Blöcken. Ganz durch, ne? Ja. Ja, so geht das. Über 13.000 verlorene Frames. Es ist zum Reiern. Naja. Ich kann nur besser werden, auch was die Zuschauerzahlen angeht, die ja bis jetzt Kommt mal ein eigentlich bisschen dicker eher her, ich das auch. very also sehr demotivierend sind eigentlich. Ja, nur diese Aber Webausgabe, das ist ein Problem, ne? ich mach's ja nicht, um jetzt die Massen Wer anzusprechen, ist denn das? Hollow, ne? Hollow. weil ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass es